Frau Professor Schürmann, Sie machen sich große Sorgen um den Ärztenachwuchs in der Diabetologie. Warum? Ja, es ist so, dass in den letzten Jahren aufgrund der Ökonomisierung die Zahl der Abteilungen, die sich mit Diabetologie befassen in den Krankenhäusern, aber auch die Lehrstühle, die Diabetologen ausbilden, drastisch zurückgegangen ist. Der Punkt ist, dass Diabetes eine sprechende Medizin benötigt. Das rechnet sich dann halt leider für viele Krankenhäuser nicht mehr, sodass die Diabetologie und gerade die Endokrinologie dahingehend etwas verdrängt worden ist. Und das hat natürlich direkte Konsequenzen für die Versorgung und Betreuung und Behandlung der Patienten, aber darüber hinaus natürlich auch einen enormen Einfluss auf die Ausbildung des Nachwuchses, auf die Ausbildung des ärztlichen Nachwuchses, aber auch auf den wissenschaftlichen Nachwuchs. Ist denn der Ärztenachwuchs schon spürbar zurückgegangen oder sind das Ausblicke? Ja, es ist ja so, wir haben mal eine Erhebung vor kurzem gemacht im Rahmen von der DDG aus, von unserer Fachgesellschaft aus. Und daran wird deutlich, dass das Durchschnittsalter des Diabetologen um die 55 liegt. Und die Zahl der Jüngeren, die nachkommen, ist einfach nicht groß genug, um diese Praxen wieder zu füllen. Das heißt, wir müssen tatsächlich agieren, um die Ausbildung so zu gestalten, dass sie attraktiv genug ist, dass sich die jungen Medizinstudenten für die Ausbildung in der Endokrinologie, in der inneren Medizin, Diabetologie interessieren. Und was tut die Deutsche Diabetesgesellschaft dafür? Ja, also wir sind ja schon seit mehr als 10 Jahren dabei, dass wir Stipendien herausgeben, damit die sowohl Medizinstudenten als auch naturwissenschaftlichen Studenten oder auch die angehenden Wissenschaftler, die also in der Doktorarbeit stecken oder als Assistenzärzte unterwegs sind, dass sie umsonst den Kongress besuchen können und auch die Reisekosten erstattet bekommen, um sich auf dem Diabeteskongress fortzubilden, um also Kenntnisse aus der Grundlagenforschung mitzunehmen, um klinische Fragestellungen anzugehen. Sie haben die Möglichkeit, etwas über Behandlungsmaßnahmen zu lernen, über die Epidemiologie, also die gesamte Spannbreite. Auch Versorgungsforschung ist ja oft ein Thema auf dem Kongress. Und das haben wir schon seit einigen Jahren gemacht und haben immer sehr großen Zuspruch gehabt, viele Bewerbungen, die eingegangen sind. Aber dann haben wir festgestellt, dass es vielleicht auch eine gewisse Überforderung ist, wenn ein junger Student oder auch ein Mensch aus dem praktischen Jahr, aus dem PJ, erstmals auf so einen großen Kongress kommt, dass es einfach eine Überdosis ist. Und dann wurde die Idee entwickelt, dass wir ein Mentoring-Programm an dieses Stipendiatenprogramm koppeln. Das heißt, wir bieten den Studenten und den Teilnehmern die Möglichkeit, sich in einer Gruppe zusammenzufinden. Sie haben jeweils einen Raum auf jedem Kongress zur Verfügung, wo sie sich zurückziehen können, wo bestimmte Treffen stattfinden, wo die Begrüßung stattfindet. Und wo dann auch die eine oder andere spezifische Sitzung für die Studenten erfolgt. Und das hilft ihnen unheimlich, dass sie sich nicht so alleine fühlen auf einem Kongress. Und es ist halt auch so, dass bei jedem Mentoring-Programm etwa 8 Professoren, Ärzte und Vertreter aus der Industrie vorhanden sind und sich Zeit nehmen, mit den jungen Leuten ins Gespräch zu kommen und vor allen Dingen auch über die Karrieremöglichkeiten zu sprechen und darüber zu reden, welche Entscheidungen muss ich treffen, wann muss ich mich um was kümmern. Das ist sicherlich ein ganz wichtiger Punkt. Wie erfolgreich sind denn diese Aktivitäten? Konnten Sie schon neue Kolleginnen hinzugewinnen? Ja, ich denke, das wird sehr gut angenommen, weil ich habe gerade gestern, als ich die Stipendiaten begrüßt habe, mal gefragt, wer sich denn schon das zweite und dritte Mal beworben hat und hier sitzt. Das ist ungefähr ein Drittel, die wiederkommen. Das heißt, es wird tatsächlich angenommen. Und was wir beobachten, dass die sich inzwischen auch trauen, einfach konkrete Fragen an uns zu stellen. Wenn die also auf der Suche sind nach einer Formulatur oder nach einer PJ-Stelle im Bereich der Diabetologie, die schreiben uns E-Mails oder wenden sich direkt an die Geschäftsstelle. Das ist sehr schön. Und wir haben jetzt diesmal auch die verschiedenen Arbeitsgruppen vorgestellt, die in der DDG aktiv sind, weil wir auch da Nachwuchsprobleme haben. Auch da sind die Leute alle 55 Jahre und älter, oder die meisten, die sich da einbringen. Und es war enorm, wie das Interesse da war. Und dann kam auch gleich die Idee der Stipendiaten auf eine eigene Arbeitsgruppe zu gründen, nämlich eine Arbeitsgruppe Nachwuchs.
sodass wir wieder lernen können von ihnen, was sie eigentlich erwarten und was sie sich wünschen. Und diese, ich habe gerade die Stipendiaten noch mal getroffen und die sagten mir, sie haben schon 10 aktive Mitglieder. Und das heißt, es kommt an, die wollen aktiv werden und die sehen auch, wie interessant es ist, in der Diabetologie zu arbeiten, weil es ein sehr großes Fach ist, ein Querschnittsfach, was Verbindungen hat zu den Kardiologen, zu den Nephrologen und so weiter. Also das ist sicherlich von der Ausbildung her im Studium und nach dem Studium, aber auch nachher für die Praxis ein sehr, sehr attraktives Fach. Und Sie müssen bedenken, die Zahl der Diabetiker steigt ja kontinuierlich. Wir haben im Moment schon ungefähr 6,7 Millionen an Diabetes erkrankte Personen in Deutschland und es werden pro Jahr zwischen 300 und 500.000 mehr diagnostiziert. Das heißt, Arbeit geht nie aus auf diesem Gebiet. Vielen Dank, Frau Professor Schürmann. Gerne.